Was ist eigentlich eine geradlinige Bewegung? Genau das erkläre ich dir in diesem Video. Ja, im Namen steckt das eigentlich schon drin, eine gerade Linie. Das heißt, ich laufe zum Beispiel absolut geradeaus oder eben auch wieder zurück. Auf einer Linie, also nicht so links, rechts, sondern wirklich geradeaus. Das kann man auch zeichnen. Also wir haben zum Beispiel zwei Punkte und verbinden die direkt miteinander. Gerade Linie. Was hat man im Alltag für Beispiele? Nun, etwas, was, denke ich mal, jeder kennt, sind Sonnenstrahlen. Also geradlinig breiten sich Sonnenstrahlen aus. Was wissen wir nicht? Nun, die Geschwindigkeit wissen wir nicht. Also es mag geradlinig sein, aber welche Geschwindigkeit eine geradlinige Bewegung hat, das ist erst einmal daraus nicht ersichtlich. Es ist auch nicht klar, ob die Geschwindigkeit immer gleich ist. Es kann ja sein, dass sich ein Auto am Anfang schnell bewegt und am Ende langsam bewegt. Also geradlinig bedeutet einfach nur, das Ganze bewegt sich auf einer Linie. Die geradlinige Bewegung ist eine Grundlage der Mechanik und der Physik. Wenn dich das Thema noch mehr interessiert, dann schau mal hier in die Endcard rein. Dort werde ich dir mal zwei ähnliche Videos noch verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Physikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.